Nee, ich muss ja hier hoch, oder? Hier komme ich runter, dann muss ich hier hoch. Erstmal das kleine Stück. So, dann haben wir das auch wieder angebunden. Auf der anderen Seite habe ich die Auffahrt noch. Die habe ich nicht zerstört. Okay. Dann kann es ja hier geschmeidig weiterlaufen. So, dann können wir uns den Verkehr weiter genauer angucken. Oder nicht beobachten, sondern einfach nur angucken. Ob hier irgendwo nochmal nachgebessert werden muss. Die Kreuzung ist ja immer noch des Todes, ne? Das ist natürlich blöd. Deswegen muss ich hier nochmal upgraden. Es hilft sich alles nichts. Zumindest das kleine Stück. Ist nicht viel, aber zumindest etwas. Man kann da zumindest ein bisschen was abfließen. Zumindest kanalisiert. So, dann haben wir hier Verbesserung reingebracht. Das hier passt eigentlich auch. Das ist nur übertrieben angezeigt. Würde ich jetzt mal so behaupten. Hier hinten ist natürlich auch einiges überlaufen. Hier die Einfahrt auch ein bisschen. Naja. Mehr Drama Queen als alles andere. Hier die mittlere Hauptstraße ist auch gut besucht. Aber nicht, wo ich sage, ja, jetzt muss ich handeln. Wieso, dass die jetzt rot angezeigt ist, verstehe ich jetzt nicht hundertprozentig. Aber hallo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Anbindungen sind halt doch ein bisschen heftig für so eine Straße oder für so eine Kreuzung. Das muss erstmal richtig geregelt sein. Aber so, alles in allem, funktioniert es eigentlich. Würde ich sagen, ja. Nichts, wo ich mir jetzt wirklich Sorgen mache. Hier hinten natürlich auch nicht. Nö. Für was denn? So, Lärmbelastung mal wieder gucken. Geht eigentlich auch. Hier in der Mitte oder hier in dem Gebiet ist natürlich viel los. So, was hast du für Probleme? Nicht besetzte... nicht genügend Arbeiter. Also, ein paar Arbeitsstellen wären hier noch offen. Man muss sich ja fast mit den Leuten nachlegen, aber wir haben ja keinen Bedarf an Leuten. Die Bildung wird auch besser in den jeweiligen Gebäuden. Ist halt noch eine kleine Boom-Ecke. Die muss halt auch erstmal exorbitant schöner werden. So, jetzt habe ich natürlich eins im Auge. Ich hätte gerne natürlich die 4% gemacht. Deswegen muss ich hier gleich mal was ändern. So, auf 4%. Dann gehe ich wirklich runter auf 4%. Das wird mich zwar halb töten. Das sehe ich jetzt schon. Aber ich werde halt fürs Erste einfach mal Ding verlangen. So, nehme ich die Kosten aus dem Nahverkehr nehme ich raus. Dann kann ich das, glaube ich, ein bisschen abpuffern. Aber die Leute... Wow, wow. Das ist natürlich krass. Das ist eine ziemlich hohe Neuverschuldung. Also, gut, dass ich ein paar Millionchen auf dem Konto habe. Wie lange muss ich das durchhalten? Nein, wo ist es denn? Nein. Nein, nein. Arbeitslosenquote, nein. Irgendwo war das. Bauen sie alle. Ja, das geht ja nicht.
Hochgebildet, geht auch gerade nicht. Bauen Sie einen Hafen? Nö. Wo war es denn? War das der? Nee. Hä? Wo ist denn das mit dem 4%? War das hier dabei? Nee, eigentlich auch nicht. Bin ich jetzt blöd? Ich musste doch hier irgendwo... 20 Wochen lang unterhalten. Das nobelste aller noblen Einkaufszentren für ein noble Leute. Anforderung für den Bau Hadroncolleris. Kenne ich nicht. Hat sich mir noch nicht gezeigt. Hä? Platz der Toten. Wo ist denn das jetzt hin? Hm. Irgendwo war das doch mit den 4%. Oder ist das Gebäude mittlerweile offen? Und ich sehe es nicht, weil ich blöd bin oder blind. Oder beides. Zack. Ist das jeweils eine Woche oder nur ein Tag? Es ist nur jeweils ein Tag. Alter. Das wird schon langsam teuer hier. Mensch. Vor allem, wenn ich das nicht finde. Ach, okay. Das muss ich 20 Wochen lang halten. Bis dahin bin ich pleite. Ohne Witz. Ohne Witz, da bin ich doch instant pleite hinterher. Hm. Was tut man nicht alles, um hier sowas hinzubekommen? Ich kann ja dann wieder umstellen. Meinen Leuten tut's gut, weil die dann einfach hier kommen ohne Ende. Würde ich mal sagen. Weil sie hier so wenig Steuern haben. Ich könnte ja mal den totalen Abschuss holen und, die Einnahmen für den Nahverkehr auch noch wegschustern. Dann wäre ich instant pleite. Alter. Das finde ich schon ein bisschen krass, die 4%. Also, wow. Ich könnte ja Budget für Strom runterdrehen. So, wie sieht es mit dem Strom aus? Ach, immer noch Tutti. Da kann ich ja noch weiter runterdrehen. So. Ja, jetzt passt. Dann Wasser drehe ich auch mal auf 70. Es senkt natürlich exorbitant meine Kosten. Abwasserklärung ist dann schon grenzwertig. Wartet mal. So, Müll kann auch runter auf 70. Ja, passt auch. So. Was kostet mich noch viel? Die Anzahl der U-Bahn-Züge wird vom Budget vorgegeben. Okay. Kostet mit... Gut, Flughafen... will ich nicht unbedingt stilllegen. Aber das wären halt nochmal... Ah. Wären auch 4000. Züge könnte ich runterdrehen. Ach komm, runter damit... Runter damit. Alles auf 50. Hm. Ich muss dann höchstwahrscheinlich bald ins Darlehen gehen. So. Drehe ich jetzt alles mal auf 50. Alles, was nicht sofort irgendwie nötig ist. So. Fupp. 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 Dann hoffe ich, dass ich meine Kosten ein bisschen auffangen kann.
dass ich das hier bitte hier durchhalte. Strom reicht noch. Strom kann ich noch weiter runterdrehen. So, Strom. Perfekt. Perfekt, genau in der richtigen Auslastung. Ah, jetzt geht es ein bisschen drunter. Das ist ein bisschen blöd. So, komm, kriegst du noch 5%. Kriegst du noch 5%, dann reicht es auch. Das ist schon knapp mit dem Strom, ne? Das ist zu knapp mit dem Strom. Da muss ich hoch auf 60. Es hilft nicht. So, so gerade noch über Wasser halten, oder wie? Mit dem Strom. Ja, passt. Und jetzt habe ich auch nur noch 16.000 Ausgaben. Jetzt bin ich halt gespannt, wie lange das ich hier noch durchhalten muss. Alter, noch 14 Wochen. Das halte ich doch nicht im Kopf aus. Ich kann jetzt auch nichts bauen, weil wenn ich jetzt ein Bauvorhaben anfange, dann bin ich hinterher pleite. Aber ich kann noch ein paar Abrisse machen, die hier einfach mal im Weg sind. So. Mit den neuen Sachen. So. Glaub, hier habe ich alles. Dann bin ich zumindest beschäftigt, solange das hier so geht. Ist ja auch mal nicht verkehrt. Hier passt alles. Hier haben wir auch alles. Also ich... Ah, hier sind ein paar Abrisszeichen. So. Dann kommen die auch mal weg hier. Ah, hier sind nochmal welche. Einfach weg damit. Rigoros abreißen. Wo ist jetzt das Gebäude? Ich sehe es nicht. Da wäre aber eins drin. Das Zeichen ist doch normal auch so exorbitant groß. Ich sehe nur das Gebäude gerade nicht. Ach da. Alter. Das musst du auch erstmal finden. Ohne Witz. So, das kommt weg. Hier hinten passt's. Da haben wir noch eins. Oder zwei sogar. Jetzt habe ich das weggerissen. Das wollte ich ja gar nicht. Geringer Bodenrichtwert. Also, Leute. Ihr habt hier eine Parkanlage, die einfach mal geil ist. Und ihr beschwert euch über den Boden. Ah, okay. Ich habe die Parks vielleicht runtergedreht. Das könnte natürlich dem Ganzen einen Abbruch tun. So, wie viele Wochen habe ich denn jetzt noch? Alter, noch 11. Wie bitte? So, Müll krieg ich noch weg. Mehr oder weniger. Ja, Gesundheitswesen passt noch. Feuergefahr ist natürlich exorbitant jetzt gestiegen. Kriminalitätsrate steigt auch. Bildung ist im Keller. Was? Grundschulen? Wir haben zu wenig Grundschulen. Achso. Ja. Werde ich gleich wieder regeln. So. Gucken, geldmäßig, Einnahmen. Joa, 24.000 momentan über die Züge. Aber ich habe immer noch 22.000 Ausgaben. Also, das rentiert sich kaum. Das rentiert sich kaum. Wow, das deckt nicht mal annähernd seine Kosten. 21.000 für den Zug. Ja, gut, ein bisschen rentiert es sich schon, aber jetzt nicht unbedingt so exorbitant. Ja, ja. Okay. So, ich hoffe, die Wochen sind bald mal weg. Oder fertig. Das gibt's ja nicht. So, kommt schon. Gleich haben wir es überstanden. Glaube ich zumindest, aber... Ja, noch 10 Wochen.
Noch 10 Wochen. So, ich werde hier eine kurze Unterbrechung machen, bin aber gleich wieder hier. Und währenddessen lasse ich die letzten Wochen noch laufen. Also bis gleich. Gut, da bin ich auch schon wieder. So, ich habe mal einschreiten müssen, habe pausieren müssen. Weil mir die Leute davon laufen, weil ihnen der Bodenrichtwert zu niedrig ist. Das ist natürlich blöd. So. Deswegen gehen wir hier wieder auf 100%. Es hilft nicht. Also wenn das alles ausgesessen ist, dann drehen wir auch wieder hoch. Drehen wir ein bisschen exorbitanter hoch und dann kommen die Leute dann schon wieder. Dann erhöhen wir den Bodenrichtwert um dementsprechend. Und dann hilft es, glaube ich, auch. So, jetzt kann ich ja, glaube ich, wieder weiterlaufen lassen. Dann bremse ich hoffentlich die Abwanderung meiner Leute. So, ich bin gespannt. Natürlich steigen auch meine Kosten wieder. Das ist natürlich blöd. Jetzt muss ich das natürlich erstmal wieder alles erholen. So, währenddessen könnte man sogar ein anderes Monument mit den ganzen Dingern geschafft haben. Nein. Nein. Nein, das war es nicht. Mit der Kriminalitätsrate geht's abwärts. Mit den abrissreifen Gebäuden. Nein. Nein. Und nein. Verfluchte Axt. Wo waren das? Es war einfach nur eine Zahl. Na, 5 Wochen müssen wir noch durchhalten. Das kriegen wir hin. 1000 verlassene Gebäude. Ach so, okay. Haben wir doch nicht hinbekommen. So, jetzt ist aber gleich mal Ruhe hier. Dann gehe ich wieder auf 12% oder was? Ah, ich habe das Minus ein bisschen eingedämmt. Also hier sind schon einige verlassene Gebäude jetzt. Das ist natürlich krass. Wie schnell sowas einfach mal geht, wenn man da nicht aufpasst. Oder einfach mal was ändert. Ja, 1000 verlassene Gebäude kriege ich doch nie zusammen. Ah, jetzt kriege ich auch wieder Einwohner. 2000. So, wunderbar. Dann erhöht sich natürlich auch wieder die Einnahmen ein bisschen. Alter, wie viele Wochen muss ich denn noch? Ich sehe schon kommen, dass ich noch ein paar Darlehen aufnehmen muss. Alle nur, weil ich dieses Gebäude haben will. Mann, 4 Wochen noch. 4 Wochen noch. Ja, der Wahnsinn. Wie sieht denn so ein Darlehen aus? 200.000 nur. Zinsen 15%. Das ist ja ein Groschen auf einen heißen Stein, würde ich sagen. Das brauche ich ja innerhalb einer Woche auf. Ach komm, ich nehme einfach mal alle. Es hilft nicht. Ich muss hier kurz mal handeln und hier mal gucken, dass ich hier über Wasser bleibe. Und dann können wir das ja auch wieder regeln. Ich hätte vielleicht ein paar mehr Rücklagen gebraucht für die ganze Sache. Aber vielleicht stehen wir hinterher besser da als vorher. Das wäre natürlich cool. Das könnte natürlich auch irgendwie möglich sein. Natürlich in dem Gebiet sind sie gleich alle weggelaufen. Mhm. Klar. Ist klar, ne? Muss ja einfach mal. Erhöht sich der Bodenrichtwert. Dann haben wir das mit dem Bodenrichtwerk wieder geregelt. Oh, noch 3 Wochen. Wollt ihr mich verarschen? Das gibt's ja nicht. Es musste erstmal überstehen. Und das kostet dann 45.000 Euros und ich hoffe, mir reicht die Kohle dann überhaupt noch, dass ich
das bauen kann. Das muss ich ja dann auch sofort bauen. Alter, immer noch 7 Wochen. 3 Wochen. Alter, und die Tage werden, die vergehen einfach nicht schneller. Oh, 2 Wochen noch. Es wird ganz schön knapp mit dem Geld. Also 146.000 im Minus ist nicht unbedingt ein Pappenstiel. So, ich will doch nur dieses Gebäude. Gebäude muss neben einer Straße. Achso, ich kann das noch gar nicht auswählen. Ist natürlich auch geil. Eieiei. So, kommt schon. Aber ich kriege immer mehr Leute wieder rein. Das kriegen wir schon hin. Wo habe ich denn eigentlich mein einziges Busdepot? Das ist jetzt mal so eine Frage. Ach, da steht's. Bist du nicht eigentlich total überfordert? Ich muss dann sicherlich nochmal ein Busdepot bauen. Das hilft ja nicht. Weil der hat schon ziemlich viele Busse im Einsatz. So, wo war der jetzt nochmal? Verflucht! Ich habe ihn verloren. Das kann doch nicht wahr sein. Da ist er. Da ist er. Also, 329 Busse im Einsatz. Das ist natürlich schon krass. Für ein Busdepot. So. Eine Woche noch. Eine einzige Woche noch.